Ich habe gerade so ein bisschen trainiert, ne, und dachte mir, hey. Da ich die Abschlussprüfung bestanden habe, kann ich jetzt in den Einsatz, ne, den richtigen Einsatz gegen echte Menschen. Auf und dahin. Die drei sind dran, aber hart. Welcome to Columbia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Okay. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Easy peasy, Fräulein. Oder, oh, come on. Direkt hinter uns. Ach, untertauchen. Ja, praktisch unsichtbar, ne? Hey, Männer! Oh! Sir, you are trespassing. You need to stop whatever you're doing, Gringo. Ich mach doch gar nichts. Wer guckt, wo ist der hingegangen? Also jetzt sind wir komplett unsichtbar, oder? Hallo? Alter, Kokain vergiften! Ja, nice. Darf es vielleicht noch ein bisschen Koks sein, mein Freund? Nimm mal ruhig so eine ganze Nase voll. Richtig gutes Zeug. Vorsicht. Hab ein bisschen Pfeffer reingemacht. Muss er jetzt etwa kacken? Achtung! Oh! Das war komplett aus Versehen. hä? Was? Nee, nicht ihm helfen. Oh nein. Körper versteckt. Da sind Piranhas drin! Oh, warte mal, was ist denn da vorne? Oh. Was? Oh, guck mal, wir verfolgen jetzt mal. So, P-Power, Celebrity Tattooist of Tattoo Torment fame, has come to Santa Fortuna. Mm-hmm. Presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the mansion, 47. Are you feeling expressive? Was? Für ein riesiger Zufall! An den alten Sack gehen wir als Tätowier. Also nicht an sein. That is P. Power. Da ist er. Real name Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Überwältigen, direkt hier, ja? Guter Plan. Oh, jetzt geht aufs Klo. Nice. Also halt, aber da kann ich hier nicht, da kann ich ihn ja nirgendwo. Stopp! What? Ich war praktisch unsichtbar. Okay, Kontenance bewahren, weiter geht's. Guck mal, die sind alle überhaupt nicht böse auf mich jetzt, oder was? Oh, also Rico ist da oben irgendwo. Hier jetzt gleich links. Gosh darn it. Hey, what's up, man? I've been like smuggling this cocaine souvenir around the world, right? I need to get it to this dude, Franco. Oh. Man, it broke. It's supposed to be in one piece when I deliver it over by some cave entrance behind the pharmacy. But it broke. Bummer, man. Das ist aber schlecht. So, a drug dealer from Sapienza has been testing a new method for smuggling Delgado brand cocaine into Europe, baking the substance into souvenirs, coated in a special anti-drug detection paint solution. The dealer has been traveling the globe, testing the method. However, he accidentally broke the souvenir on arrival and needs to mend it before going to see Franco. Es ist ihm also im Hintern zerbrochen, okay? Oh, komm, mir ist auch zu. Jungs, warum seid ihr denn so krass? Ah, okay, hat's erledigt, danke. Drogenschmuggel-Memo. Nice.
Eine kleine Notiz mit seltsamer Schrift darauf. Anscheinend geht es um einen Plan, wie man eine kleine Statue durch Zollkontrollen an Flughäfen in der ganzen Welt schmuggeln kann. Offenbar wurde besagte Statue aus reinem Kokain gegossen, soll unversehrt wieder bei George Franco, dem Chefchemiker des Kartells, abgeliefert werden. Dieser will sie einem nicht näher beschriebenen Geschmackstest unterziehen. Auf der Notiz findet sich auch das Rezept für einen sehr lecker klingenden Haschkeks. Okay. Was ist das? Achso, das ist die Kokainstatue. Alter, da machen wir sowas von Rattengift rein, hallo? Schnell, Rattengift. Zack, zack. Find was. Haben Sie vielleicht Rattengift, Sir? Alter, was geht denn da ab? Mal leiser jetzt. Er ist komplett am Ausrasten, der Kerl. So, und zwar gehen wir einfach hier oben lang. Zeuge Jehova! Ey, mir fällt es jetzt erst auf, dass hier ein Freedom Fighter Automat steht. Das Spiel ist echt geil. Das habe ich früher gespielt. Aber eigentlich brauche ich Rattengift. Also, hallo? That is Andrea Martinez, the Delgado Cartel PR Officer and Public Face. Easy. Natürlich ist es nicht so easy, ja? Wir brauchen Rattengift jetzt. 346 Minuten später. Giftige Blume. Giftige Blume. Weg. Ich muss das vergiften. Bitte auf. Ich bin im Auftrag von jemandem. Finden Sie etwas Klebstoff? I'd like to buy some glue, please. No, I'm afraid we just ran out of that item, senor. I saw the last bottle to the mechanic next door. Ey! Jürgen! Do you sell glue? A la puta! Gib mir den scheiß Klebstoff, Alter! Hab ich jetzt den Klebstoff? Ah, Kleber, nice! Danke! Oh fuck, seine Frau kommt! Interessante. Oh shit. Here we go again. Geh zu deinem Mann, komm, ihr habt euch so gut verstanden. Ach guck mal, wir sind schmusen, schön. Wow. Jetzt hab ich es einfach in der Hand. Wow, 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 nicht schmeißen. Verkleiden sie sich als Hippie. Nicht schlechter als das. Hippie, kannst du gerade mal kurz hier reinkommen? Ich hab da zufällig, a little mounce, look at this mounce. Fuck, das ist der Falsche, das ist der Falsche. Oh, hey, yo. Nee, nee, nix da, excellent. Gib mir meine Münze wieder, dankeschön. Da ist ein Schrank, perfekt. Hip, oh, jetzt geht der runter. Hippie, stopp. Ja, jetzt gehe ich hinten raus und vorne wieder rein. Hit it. Jetzt dürfen wir aber unsere Verkleidung nicht vergessen. Die Tätowiererverkleidung. Wobei wir die eigentlich nicht brauchen, weil... Weil ob wir ihn jetzt als Tätowierer killen, den Dödel, oder als Hippie, kommt an sich aufs Gleiche raus, ne? Und guck doch mal, was wir da haben. Hallo, eine Überwachungskamera hat mich gefilmt, ist nicht so schlimm. Du musst kurz kacken. Ablegen. Wird beim Filzen entdeckt, ablegen. Ich hab nichts an mir. You seem nervous. You got something to hide? Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Come with me. Ja. Try not to get lost. Okay. Isn't this kind of work sort of breaking the hippie code? I do what it takes to get what I need. Alter, eine richtige Tür. I live by my own rules. Moje Fans. Ja, sehr schön. Ich habe hier so eine Arschlieferung Coca für euch am Start. Kokainbrick, ey, wenn ich den nehme, rast die doch aus. Jesus Christ! As I expected! Wir sind geplatzt, ist im Gesicht! Ah, oh, da ist er ja! So, despite an annoying delay, it's finally here. Let's have a look. It got through customs without a problem, we hope. I had no issues. Excellent. We're not sure whether this will pass the taste test, but that remains to be seen. Follow us, please. Bitte schön. Nice one, 47. And now for Franco to sample his handiwork. Ich hoffe, das Gift wird ganz, ganz langsam und erst morgen oder so und nicht hier. Oh, oh, make way. Oh, Alter, Alter, du gehst doch jetzt nicht einfach hier hin. Oh nein. Franco confirmed down. Nice work, 47. Also ich weiß jetzt nicht, wo Franco hin ist, aber er hat gemeint, das war echt saugut. Man hat meinen Arschgeschmack fast nicht ausgeschmeckt, also hat gepasst. Alle hopp! Ziel Nummer 1 ist Geschichte. Fehlen noch zwei andere. Was ist eigentlich hier hinten? Der versteckte Pornokeller? I need to open the... Ich kann sie... Shh, shh.
Mannschaftsquartier entdeckt. Nice, Alter. Rucksackstufe 3. Oh! Fuck. Stopp. Ich bin... Gut. Alter, ich kann hier einfach rumchillen. Das stört keinen. An underground cave system with a submarine. This must be what ties the militia and the cartel together, 47. Ja. Mach ich kaputt. Jetzt halt die Frage. Ich hätte schon so ein bisschen Bock, da das ja ein Kartell ist, einfach alle abzuknallen. Aber ich bin ein friedlicher Hippie. Aber weißt du was? Ich bin doch jetzt kein Hippie mehr. Also von Beruf. Brauche ich doch gar nicht. Chamäleon. Guck mal da. Wisst ihr, was ich meine? Oh, die Truhe ist etwas klein, aber hier der Schrank ist perfekt. Also du hast mich jetzt, oder was? Oh ja. 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 Ich höre dich, du blöden Mann. Mann, ich habe ja nicht genug Mülleimer für euch. Boom. Beweise zerstören. Na klar. Hallo? Drauf? Ich dachte kurz, da pinkelt drauf. Ich muss die jetzt mal ganz kurz... Hoppala. Ich muss die mal ganz kurz wegpacken. Achso, und ich würde gerne mal von euch wissen an der Stelle, was für euch die optimale Hitman-Videolänge ist. Weil man kann hier wirklich viel machen. Viel. Guck mal, ich gehe jetzt mal hier rein und gucke, ob ich da dran pinkeln kann vielleicht in das U-Boot. U-Boot-Sicherheitsvorkehrungen. Ein genauer Bericht mit Einzelheiten zum unsicheren Aufbau an einem kleineren U-Boot. Der Bericht umreißt, wie der Aufbau schon mehrfach nachgegeben und sogar einen der Ingenieure verletzt hat. Der Aufbau ist nach wie vor instabil, doch das U-Boot wurde mit einem Motorabregler ausgestattet, weshalb der Aufbau nun nicht mehr ganz so leicht nachgeben dürfte. Ja gut, aber gleich schon. Ich brauche noch einen Schraubenzieher, da ist einer. Gib mir das. Niemand. Leute, mir läuft da ein Mann hinterher. Ricardo, hilf mir! Rico Delgado has been eliminated. Alter, ins Gesicht! Wenn dann mal was schon Agenten-Style, ja? Münze, guck mal du. Ach, was liegt denn da drüben? Geld, Danke. Und schon haben wir den Schraubendreher, um hier mal richtig krass rumzuwursteln. Motorabregler. Sorry, I don't think I know you, Mister. Doch, doch, wir kennen uns. Ich bin der eine Sohn von jemandem. Ich bin von jemandem der Verwandte! Ach, leck mich doch. Geh mal weg jetzt. Verkleiden. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er hin? Wir müssen den schnappen. Schnell. Wo ist der hin? Hier ist einer von denen. Wahnsinn, der hat sich verkleidet. Da ist auch noch einer. Meine Güte. Jungs, ich hab sie. Beide. Look, there's someone on the ground. Nein, da ist keiner auf dem Boden. Die Aprikose muss es werden. Listen up, Gringo. Iss doch mal was. Oh, fuck. Jetzt kommen wir alle mal wieder ein bisschen runter. Können wir jetzt mal aufhören, bitte? Ich habe halt keinen Wurfgegenstände mehr. Boah, Jungs, ich sag's euch, in dem Gang da hinten mockt's hier die Sau. Wahrscheinlich ein Gasleck. Will ich nicht reingehen. So, aber jetzt im Ernst. Wir müssen uns noch ein bisschen umschauen. Das hat ja auf jeden Fall noch nicht gereicht. Alter, wir sind im Dschungel. Okay. Ah, geil. Schraubenschlüssel. So, gönn ich mir gerne. Bin ich jetzt gleich auf dem seinen Besitz, oder was? Von dem... Oh. Wo ist denn der Lurch? Hier sind Notizen zum Flusspferdverhalten. Kann ich hier etwa was füttern? Ein Notizbuch voller Einzelheiten zu Rico Delgados zahmem Flusspferd und dessen Verhalten in der letzten Zeit. Delgado hat das Flusspferd mit reichlich Fleisch gefüttert und laut den Notizen hat das zu den Verhaltensänderungen geführt. Jetzt bleibt das Tier lieber für sich und lässt sich nur mit Fleisch anlocken. Die Notizen kommen zu dem Schluss, dass es anscheinend irgendeine Abhängigkeit entwickelt hat. Geile Bilder. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Du? Jesus Christ! Jesus H. Christ! Und jetzt bekommt ihr unser schönes Pferdchen ein bisschen was zu naschen. Bitteschön! Alter, hat er das schon genascht? Warte mal, ich hab da noch was für dich. Hat er noch so einen kleinen Putt-Putt? Ja, komm mal her! Ja, komm mal her! Wir müssen eigentlich hoch, um zu Ricardo Dödels Kacknasenzelt zu kommen. Geil, Mann, die... Sagen gar nichts. Alter, eine Kröte! Gib mir das Crit! Ey, der hat Bötchen, ne? Wow! Hey! Ja! That is Rico Delgado, head of the Delgado Drug Cartel. Kommt der jetzt zu mir oder was? Glaubt der irgendwie, dass ich der Kerl bin, der auf sein Hippo auf. Ich hätte mich umziehen sollen! Rico, komm mal kurz zu mir, bitte. Alter, Rico, gehst du jetzt echt zu deinem Flusspferd? Find ich gut. Fallen lassen. Oh, schade! Nee, warte! Alter! Stopp! Also ich würde sagen, so ein kleines Hippo-Nascherlein kann man da schon mal rübergeben, ne? Donk, 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 donk.
Ich hätte ihn gerne mit dem U-Boot gekillt, aber ich nehme jetzt schon Jahrhunderte auf und ja, komm. Komm, gönn dir, komm. Ist was. Batsch. Nahkampfkill. Nummer 2, damn. Kann ich jetzt schon über sein Grundstück nach Hause gehen? Ja, oder? Wenn ich mir so einen Gärtner snack, müsste doch klappen. So, und jetzt kann ich doch hier bestimmt frei rumlaufen, oder? Bis auf euch zwei. Ja, nice. Halt, stopp. Halt, stopp. Ja, sorry. Did you hear Javier stole the love letter Hector Delgado wrote for Martinez? Liebesbrief? Out of a window before Hector discovered him. I think he hurt his leg in the process. Yeah, I heard. He even passed the letter around the basement bar at the party that night. Weird to think Hector and Martinez used to be an idol. I mean, he's batshit crazy. She's so hyper luxurious. She can't even stand to be in her village mansion for too long. Talk about an odd couple. Yeah. Rico Delgado's brother Hector is trying to win back his old flame, Andrea Martinez. Apparently, Hector has authored a rather slushy love letter. For one of the Sicarios foolhardily stole it from Hector's room during last night's party. I suggest you acquire that letter, 47. From what we know about Martinez, a declaration of love from Hector is bound to provoke a reaction. Sehr gut. Wir kommen der ganzen Sache schon näher. Aber wir müssen rein. Geil. Noch ein bisschen aufdecken da drin. Läuft. Da, oh, wir können ja nicht rein. Warte mal. Sie haben richtig krasse Türen. Aber einfach offene Fenster. Also das ist schon so ein bisschen dir. Hallo, Männer weitermachen. Ich esse auch gleich ein Stück, ne? Schneid mir mal so einen Fetzen ab da. Danke. Einen Wein nehme ich auch. Den roten. Halt, meiner. Er schmeißt ihn auf den Boden. Alter, wie frech ist das? Da hat aber jemand einen ganz schlimmen Hinkefuß. Shit. Liebesbrief ist am Start. Tschüss. Der Liebesbrief. Ich bin als neuer Mensch aus der Suchtklinik zurückgekehrt. Unsere wunderbaren Nächte voller Leidenschaft, in denen unsere Seelen zu einer verschmolzen, waren es, die mich dazu brachten, diesen Weg anzutreten, um mich von meinen Dämonen zu befreien. Denn danach können wir für immer zusammen sein. Ich verspreche dir, und das war's. Er endet also mit "Ich verspreche dir". Ja, schön geschrieben. Oh, Körper gefunden. Interessiert mich nicht, ich bin schon auf meinem Weg. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Wir haben seine Bach gefunden. Madam, hey, ich hallo, ich bin gerade am... Ich bin am Arbeiten hier, bitte, ja. Maximal in deiner VJJ und nicht in deinem Face. Ich bin im Auftrag von Amor unterwegs, für die Liebe. Briefkastenwache. I have a letter from Miss Martinez. All right, let me see that. Is that from Hector? I wouldn't know anything about that. Well, let me enlighten you. Hector Delgado and Andrea Martinez were an item once. Explosive and deadly. Mm-hmm. Things did not end well between them. He wants them to get back together. She wants them to go to hell. Okay. She's not accepting letters or gifts or anything from him. And neither am I. You put it on her desk yourself if it's so important to you. Mach ich. Schickes Anwesen. Hallo? Oh. Hey, Soldier Boy! Juhu! Ich bin ein Freund der Familie. Was war denn mit ihm los? I feel you're violating my mother! Ist ja schon gut, Alter. Ist ja schon gut. Ist da jemand direkt drin? Ja, fuck, die wohnen da direkt. Kann ich da hoch? Komm schon, bitte. Ja. Nicht gucken. Zack. Ey, guck ihn dir an, wie easy er da rumläuft. Der hat die Hände einfach so runterhängen. Das finde ich wirklich sehr nice, wie er da rumtötet. Kann ich bitte darüber? Oh, jetzt mach keinen Assassin's Creed Absturz. Locker, locker. Ich leg hier nur schnell was ab. Liebesbrief, patsch. Well done, 47. This should be good. Yeah. Vielleicht nehme ich dir auch einen Lippenstift mit. Nur zur Pflege. Wasserflasche vergiften. Nee, ich will was Krasses machen. Ich will irgendwas Krasses machen. Der erste Tod war ja schon echt nice, aber ich will mit ihr sowas richtig, richtig Herzhaftes. Kann ich sie vielleicht, ich weiß auch nicht, ganz schlimm ausrutschen lassen. Rattengift. Komm, das ist das gute Zeug. Attention, Soldier. Ich habe hier nur Vitamine reingemacht. Die sind wichtig für den Alltag. I'm talking to you, amigo. Nee. Crap, not good, so not good. Ha ha ha!
Und der nächste. Ist hier vielleicht noch jemand interessiert? Okay. Ja, ja. Ey, die Frau hat es gar nicht gemerkt, ne? Die spielt die ganze Zeit Pong oder was er da macht. Ach du, Miss Martinez kommt hoch. Sie kommt hoch. I told you not to let anything from Hector through. But what did I just find? A letter. Were my instructions not clear? Yes, Mr. Martinez. Yes, Mr. Martinez. I don't know how that happened. Well, make sure it doesn't happen again. Mm. Burn everything that even remotely smells like that idiot. Got it? Yes, Mrs. Martinez. Hopp, mach jetzt den Brief auf. Ah, to hell with it. Let's see what that fool has to tell me. Vielleicht bringt sie sich ja selbst um oder so. Einfach so im Spaß. Weißt du, so, oh, der Martinez, das ist, ich meine, der Rico oder wie der hieß, das war so schön. Oh. Die will raus, die will frisch Luft schnappen. Let's see what he has to say. My, Hector, you romantic fool. I had no idea you still felt this way. Maybe. Has he really changed? One thing to say all these things, these wonderful things. Another is to have actually changed. We did have some good times, Hector, it's true. But you're just too dangerous. A loose cannon. I can't trust you to do right by me. And yet I do feel some of those old emotions as well. No. No, I can't. Was? All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head to the exit. Ich dachte echt, er schubst sie einfach nur so. Aber er, hey! Das fand ich schon echt nice. Schon ein nices Ding. Wir können auch im Helikopter fliegen. Absolut krasser Abgang.